Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Im letzten Part habe ich meinen ersten Wagen abgegeben, habe mir meinen Sepp zusammengestellt und ja, jetzt würde ich sagen, probiere ich mal etwas aus. Ich hoffe einfach, Joe macht keine Faxen. Denn es gibt in Mafia 2 Waffenläden. Die gab es im ersten Part, im ersten Teil zwar auch schon, also in Mafia 1, aber dort konnte man nur zu speziellen Zeiten rein. Und hier kann man jetzt wirklich öfter rein. Also zwischen den Missionen, während den Missionen. Glaube ich zumindest. Ups, nicht hupen. Aussteigen. So, nein, nicht einsteigen. Nicht einsteigen. So. Und jetzt möchte ich mal was ausprobieren. So, der Opi. Ich kann ja erstmal gucken. Wollen Sie eine Waffe kaufen oder brauchen Sie nur Munition? Ja, der verkaufte nämlich Waffen. Wow, ist die teuer. Da ich aber weiß, dass dieser Typi auch eine Schrotflinte hat. Mal gucken. Muss das sein? Nee, muss nicht sein. Der hat hier irgendwo eine Schrotflinte. Ich glaube, in seiner Jacke. Und... Mach keinen Blödsinn. Ah, here we go. Okay, jetzt muss ich schnell sein. Ich guck nochmal. Ah, jetzt fährt ein Polizeiauto vorbei. Jetzt muss ich ganz kurz warten, bis das weg ist. Soll ich mir die mal... So, schnell. Schnell weg. So, wunderbar. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ja. Optimal, ne? Die Polizei sucht jetzt nach uns. Aber die wissen ja nicht, dass wir das waren. Die haben nur die Schüsse gehört. Und ich habe mir so einfach mal eine Schrotflinte abgestaubt. Gratis. So, der Laden wird dann jetzt auch geschlossen. Ja, da seht ihr es. Also wir können da jetzt für eine gewisse Zeit nicht mehr rein. Aber egal, wir haben eine Schrotflinte. Hätten wir so nicht gekriegt. Du solltest den Highway nehmen, Vito. Alles klar, dann nehme ich doch den Highway. So, und in GTA geht es, glaube ich, nicht. Da sind die Verkäufer... Hast den Job sauber über die Bühne gebracht. Nicht übel. Naja, ich wäre beinahe abgeknallt worden. Ich habe den Krieg nicht überlebt, um in Sand Island zu sterben. Hey, das ist eben Berufsrisiko, Alter. Sonst musst du die Branche wechseln. Außerdem, was anderes kannst du doch sowieso nicht. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Mach dir keine Sorgen, das wird schon alles. So, was ich sagen wollte, in GTA sind die Verkäufer, glaube ich, unsterblich, soweit ich das weiß. Also, was ist jetzt mit diesem Broski? Es lohnt sich, den guten alten Mike zu kennen. Der Grießkram hat immer was am Laufen. Hauptsächlich handelt er mit gestohlenen Autos. Er hat mal eine Zeit gesessen. Ich habe gehört, dass er damals Tankstellen überfallen hat. Lässt du ihn die Reinigung für dein Jackett bezahlen? Nee, das lasse ich ihm durchgehen. Ich mache mit dem Kerl eine Menge Geschäfte. Außerdem dreht er schnell durch. Als wir mal auf der Rennbahn waren, hat ihm so ein scheiß Ire Bier über seine Glückskrawatte gekippt. Mike hat ihn vermöbelt, bis der auf einem Auge blind war. Wegen einer 10-Dollar-Wette. So ein Mistkerl. Man muss wissen, wie man mit diesen Typen umgeht. Und Mike ist ein Schmusekätzchen verglichen mit ein paar Jungs, die ich nach deiner Abfahrt kennengelernt habe. Wirst schon sehen. Okay. Oh, ihr seht schon sehr viele Dialoge auch während den Fahrten. Das heißt, ich kann hier nicht so viel reden. Kann man hier irgendwo sicher parken? Ich will die Karre nicht so rumstehen lassen. Ja. Parkst deinen Wagen neben meinem, in der Garage. Lass ihn nur nicht draußen stehen, sonst wird er gestohlen. Naja, diese Gegend ist nicht mehr das, was sie mal war, hm? Der wird ernsthaft dann gestohlen? Das würde ich ja gerne ausprobieren, aber der Sepp, der bedeutet mir schon einiges, ja. Ja, der Sepp. In der Garage parken. Wunderbar. So, und dann könnte ich da theoretisch auch meinen Wagen reparieren lassen? Okay. Ja, könnte ich mit meinem Wagen rumfahren, wie ich lustig bin. Jetzt gehen wir aber erstmal hoch zu Joe. Zu Joes Wohnung. Mal gucken, was er so sagt. Ist die Putzfrau wieder da? Wird mich ja interessieren. Ich weiß nicht, wohnt er schon hier? Jo, hier wohnt er. Wenn du hungrig bist, ist was zu essen im Kühlschrank. Alles klar, jetzt wird erstmal gefuttert. Nimm dir aus dem Kühlschrank, was du willst. Mhm. Nom, 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 nom.
Ich will noch ein Bier haben, komm. Der hat ja genug. Oder eine Cola? Hey, komm, eine Cola. Kommt da, Leute, eine Cola. Und ab in die Haier. Ah, mit einem Fuchskissen. Schon Kapitel 3? Okay. So, ab jetzt kann man sagen, ist wirklich alles blind. Alles. Staatsfeind. Ups, ich bin ans Mikro gekommen. Oh, das Telefon klingelt. Und die Bilder in der Wohnung sind auch ziemlich, leicht anstößig. Ich nehme die Abkürzung durchs Bad. Yeah. Okay, wer ist das? Joes Tempel der Lustbarkeiten, Vito am Apparat. Vito, hier spricht deine Mutter. Oh, shit. Mama, ich wusste gar nicht, dass du Joes Nummer hast. Von wo rufst du überhaupt an? Hast du schon mit Mr. Pappalardo gesprochen, ob er einen Job hat für dich? Er hat gesagt, ich soll heute bei ihm vorbeischauen. Hoffentlich hat er Arbeit für mich. Gut, Vito. Viel Glück, mio Bambino. Okay, ciao, Mama. Wir haben gar nicht mit Mr. Pappalardo gesprochen. Erstmal anziehen, ich will ja nicht so rausgehen. Und eigentlich würde ich sagen, mit unserem ersten Geld, das sparen wir jetzt nicht. Das wäre ja echt doof. Wir kaufen uns erstmal was Gescheites zum Anziehen, würde ich sagen. Ich meine, hey. Oh, hallo. Was ist? Läuft nichts im Radio? Kümmer dich um deinen Scheiß. Alles klar, die belauscht also die ganzen Bewohner. Na, wenn sie es glücklich macht. Wir gehen jetzt erstmal shoppen. Oh shit, wer ist denn das? Billy Brown. Wenn ihr den Mist nicht leiser stellt, rufe ich die Polizei. Mit der will ich aber nichts zu tun haben. Ich gehe mal. Hier auch wieder so anstößige Bilder. Ja, wenn ihr den Mist nicht leiser macht, dann raste ich total aus. Shoppen. Mit dem Sepp gehen wir jetzt auf Shopping-Tour. So, erstmal gucken, wo ist denn hier ein Kleidungsladen? Ein Modegeschäft haben wir hier. Wunderbar. Und irgendwie kann man diesen Tempobegrenzer reinmachen. Auf T, auf R, auf E, auf Q. Wo ist der? L ist der Tempo. Okay. Gut. Mein neuer bester Freund, die Taste L. Damit kann ich jetzt dauerhaft aufs Gas treten und bin nicht so schnell für die Polizei. Und ich demoliere hier gerade die ganze Stadt, ey. Seit ich wieder da bin, ist die Kriminalitätsrate gestiegen und die Stadt stürzt sich in Unkosten. Aber egal. Ach Moment, wir sind hier. Hey, wir sind hier daheim. Da sind wir daheim. Ich zeige euch das mal. Ich kenne die Stelle. Oh, hier ist einer von der Army. Hier, wisst ihr das noch? Da hat die eine Frau den Dinger aus dem Fenster geschmissen und da ist unser Zuhause bei Mama. Bella Mama. So, aber jetzt gehen wir erstmal shoppen. Dipton Apparel. Alles klar. Verstehe ich zwar nicht, aber egal. Guten Morgen. Morgen. Sagen hoffentlich. Sie Bescheid, wenn ich was für Sie tun kann. Jo, alles klar. Hoffentlich ist das hier nicht zu teuer. Der sieht gut aus, der Regenmantel. Oder sowas. Anzug? Habt ihr auch Hosen? Wisst ihr was? Ich probier's mal aus. Einfach. Fühlen Sie mal das Futter. Echte Seide. Ui, das ist doch optimal für einen Mafiosi. Aber ich will noch gucken, wie das andere aussieht. Mit Regenmantel. Ich glaube, das sieht noch besser alles aus. Handgenäht. Für Sie nur das Beste, Sir. Oh ja, so möchte ich rumlaufen. Optimal. Okay, dann gehen wir noch mal als reich aussehender Mensch zu, wie heißt der Typ? Pappalardo. Auf zu Pappalardo. Hoffentlich hat er Arbeit für uns. Oh, ich muss mal wieder den Tempobegrenzer einmachen. Taste L, das ist echt eine komische Taste für einen Tempobegrenzer, aber okay.
Und die Musik, die ist irgendwie voll toll. Aber irgendwie klingen die Sängerinnen alle gleich. Oder? Doch, die klingt genauso wie die The Monkey und was weiß ich, die das Lied gesungen hat. Die klingt genauso. Egal. Pappalardo heißt er, glaube ich. Ich glaube, jetzt habe ich den Namen raus. Pappalardo. Aber eigentlich, ja, ich glaube nicht, dass wir bei dem arbeiten, weil da verdienen wir zu wenig. Aber mal gucken, vielleicht hat er ja die Preise auch ein bisschen aufgeschlagen, die Bezahlung für die Mitarbeiter. Oh Mann, das Lied. Und nein, ich werde nicht bei jedem Lied sagen, oh, das Lied, das ist so gut. Oder, oh, das ist so, das Lied halt, ne, ihr kennt das. Werde ich nicht machen. Ich versuche es auf jeden Fall nicht zu machen. Wo rennt der denn hin? Klaut er das Auto oder was? Ich hoffe auch, euch gefällt das Projekt. Die ersten Parts werden jetzt vermutlich ein bisschen so vom Commentary her nicht so gut, da ich mich erst an das ganze Spiel gewöhnen muss und dann die Musik, die ja läuft und überhaupt an die ganzen Dialoge, die während den Fahrten laufen. Deswegen verzeiht es mir, falls ich jetzt die ersten Parts nicht so kommentiere, wie ich sonst kommentiere. Ich hoffe, das wird sich irgendwann auch gut eingewöhnen und dann passt das. Und es tut mir auch leid, dass ich nicht auf den höchsten Grafikeinstellungen spielen kann, aber dazu ist meine Grafikkarte einfach zu schlecht. Hier ist ein 20er Limit. Ich fahre trotzdem noch mit 40. Ja! Ab zum Hafen! Ja, Hafen. Der Hafen in Mafia 1 war schrecklich. Hat die gerade gesungen, Drink Coca-Cola oder sowas? Okay. Krass. Hier muss ich hin, oder? Ja. Oh yeah. Wer ist das denn? Der aus der Anfangssequenz? Ich glaube, das ist der. Hey, mach die Tür zu, es zieht. Was willst du? Tja, ich suche Mr. Pappalardo. Ach ja? Wieso? Ich heiße Vito Scaletta. Mein Vater hat für ihn gearbeitet und ich suche einen Job. Darum bin ich hier. Tja, dann bist du hier richtig, Söhnchen. Federico Pappalardo steht zu Diensten. Du kannst Derek zu mir sagen. Ich glaube, ich kenne deinen Vater noch. Guter Mann, hat nur gesoffen wie ein Loch. Wie geht's ihm denn so? Er ist tot. Oh, naja. Irgendwann müssen wir alle abtreten, oder Steve? Sicher, Derek. Du brauchst also Arbeit, hä? Hast Glück, Junge. Wir haben gerade eine neue Ladung bekommen, die gelöscht werden muss. Steve wird dir alles zeigen. Und jetzt verzieh dich, mein Steak wird kalt. Ja, der ist ziemlich unhöflich, aber der hat auch so tolle Bilder hier hängen. Irgendwie ist das, glaube ich, Mode. Komm mit. Ja, komm mit. Komm, ich mach wenigstens die Tür zu. Mann, sind die alle unhöflich. Wenn man nah genug an ihm ran ist, dann läuft Vito nur noch. Und wenn man weiter weg geht, dann rennt er richtig. Ah! Kann ich ihn noch schlagen? Pack den Stapel Kisten hier auf den Laster. Oh nein. Wenn du fertig bist, gibt's 10 Mäuse. Wenn was verloren oder kaputt geht, gibt's nix. Jetzt fang an und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Das ist nicht wahr. Das erinnert mich aber sehr stark an Mafia 1. Och nö. Es gibt nicht wirklich so wieder so langsame Schleppsachen, oder? Schade. Ey, ernsthaft jetzt? Ich muss jetzt aber nicht alle aufladen, oder? Du kannst gehen, wenn du genug hast. Das kann ja heiter werden. Wer will denn den ganzen Tag Kisten schleppen, verdammt? Ich nicht.
Aber soll ich es einfach mal durchziehen? Soll ich das cutten? Ich glaube, ich cutte es mal und stapel hier alles rein. Wer weiß, vielleicht kriege ich ja was Tolles danach. Mal gucken, ne? Mann, und das alles für lausige 10 Kröten? Das ist doch ein Witz hier. Ich zieh das durch. Leute, ich will wissen, was passiert, wenn ich das wirklich durchziehe. Also, kurzer Cut. Bis gleich. Wisst ihr was? Ich brauch die paar lausigen Kröten nicht. Ach, jetzt ernsthaft? Jetzt tut er da einfach, okay, dann wird's wahrscheinlich nicht gecuttet. Ich habe nämlich weiterhin aufgenommen und jetzt aufs Mal erklärt mir hier Vito nach 5 lausigen Kisten. Nö, mach ich nicht. Na dann. Schade, ich hätte es gern mal gemacht. Aber irgendwas, irgendwie kann man hier noch interagieren. Oben wahrscheinlich. Ich guck nochmal oben vorbei. Einfach just for fun. Kann ich gar nicht. Na gut, dann gehe ich halt. Na Vito, geh mal einfach. Wir haben einen tollen Regenmantel und einen Freizeitanzug. Wer muss da noch arbeiten? Schon fertig? Ja, fertig. Und das Geld können Sie behalten. Als ich sagte, ich brauche einen Job, meinte ich keine Sklavenarbeit. Wie du meinst, dann verpiss dich, du Penner. Und lass dich hier nie wieder blicken. Ha. Bei Barbaro und Co. kann ich 100-mal mehr verdienen. Warte mal, sagtest du Barbaro? Joe Barbaro? Ja, na und? Scheiße, niemand, der für Joe arbeitet, würde für einen Apfel und ein Ei Kisten schleppen. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. Hä? Okay. Der scheint Joe zu kennen. Folge Steve. Hallo Steve. Er heißt also Steve. Pipes for sale hier. Da sind ja gar keine Pfeifen. Ach, doch, überall, ne? Vorsicht, der kommt flach. Geht in Deckung, springt in die Luft. Was ist? Das Jungchen steht nicht auf körperliche Betätigung. Willst du mich verarschen? Sagt, er arbeitet für Joe Barbaro. Blödsinn. Wer würde denn Kisten schleppen, wenn er für Joe arbeitet? Das musst du mir jetzt mal ein bisschen genauer erklären, Söhnchen. Komm, schieß los. Meine Mutter will, dass ich mir eine ehrliche Arbeit suche, aber hier verdiene ich einfach nicht genug. Weiber sind doch alle gleich. Oder, Steve? Sicher, Derek. Bestimmt meint sie, dass Joe ein schlechter Umgang für dich ist, habe ich recht? Meine Mutter war genauso und schau, was aus mir geworden ist. Gewerkschaftsboss. Ich habe das ganze verdammte Hafengebiet unter Kontrolle. Wie geht's, Joe? Ich denke mal ganz gut. Wie hast du ihn kennengelernt? Na, wir sind in der gleichen Gegend groß geworden. Ich bin gerade aus dem Krieg zurück und bei ihm untergekommen, bis ich wieder Fuß gefasst habe. Hör zu, du wirst verstehen, dass ein Mann in meiner Position vorsichtig sein muss. Sicher. Dann hast du sicher nichts dagegen, wenn ich Joe anrufe. Nur zu. Wo habe ich denn seine Nummer? Ah, da ist sie ja. Ui, ui, ui. Playboy, ist klar, ne? Er ist vielleicht nicht da. Das wäre gar nicht gut. Hi Joe, hier ist Derek. Hör mal, hier ist so ein Grünschnabel. Wie heißt du nochmal? Vito. Vito. Er sucht einen Job und sagt, er wäre ein Freund von dir. Ein guter Freund. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Aha. Okay. Kriegsheld und alles. Gut, alles klar. Danke, Joe. Wir sprechen uns später. Entschuldige, mein Sohn. Musste sein. Joe sagt, du kommst gerade aus Italien zurück. Du brauchst ein anständiges Auskommen. Wenn du ein bisschen über Tarif verdienen willst, habe ich was für dich. Die Jungs hier im Hafen sollen eigentlich eine monatliche Gebühr fürs Haare schneiden zahlen, aber die Hälfte von ihnen blecht nicht. Ich brauche jemanden, der ihre Zahlungsmoral hebt. 10 Mäuse pro Mann. Und wenn sie keinen Haarschnitt wollen? Tja, dann musst du sie zu ihrem Glück zwingen. Verstehe. Und wenn einer Ärger macht? Dann schlägst du ihn kurz und klein. Sagen wir, du erteilst ihm eine Lektion, aber so, dass er morgen wieder zur Arbeit gehen kann.
Deshalb lassen wir da auch den guten Steve nicht ran. Oder, Steve? Sicher, Derek. Wenn du mindestens 150 eintreibst, gebe ich dir 50. Das ist doch kein schlecht verdientes Geld dafür, dass du an der frischen Seeluft bist und neue Bekanntschaften schließt. Na, wie wär's? Klar, hey, besser als scheiß Kisten schleppen. Okay, dann also los. Alles klar, wir haben einen neuen Job von Derek und, natürlich Steve, ne? Ja, klar, Derek. Der Steve, ey, der sagt immer Derek. Dann gehen wir doch mal Geld eintreiben. Mit unserem coolen Hut. Ja, wo muss ich denn hin? Einfach hier hinstehen, oder, Ich komme wegen der Kohle für den Haarschnitt. Hey, was ziehst denn du hier für eine Show ab? Die, bei der man zahlt und dafür keinen Ärger kriegt. Hast du ein Problem damit? Ich habe ein Problem mit dir. Und jetzt verzieh dich, bevor ich dir eine reinhaue. Boah, der geht ja gleich zur Faust über, okay. Alles klar, dann mach ich dich doch mal kaputt. Bam. War's das schon? Oh. Hier hast du dein Scheißgeld. Schön, dass du es dir anders überlegt hast. Alles klar. Dann auf zu dir. Kumpel, Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Oh ja, muss ich vergessen haben oder so. Das nächste Mal zahl pünktlich, okay? Danke. Hey, das war easy. Okay, der will sicher wieder Stress haben. Derek will das Geld für den Haarschnitt. Klar, hier. Ich will keine Probleme. Nächstes Mal nicht wieder auf den letzten Drücker. Okay. Oh, shit. Der sieht fies aus. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Hey, Arschloch. Ich bin nicht in Stimmung. Geh mir aus den Augen, bevor es dir leid tut. Ach, keine Chance, Kumpel. Derek will seine Kohle. Derek kann mich mal. Was soll der Fettsack schon machen? Mich abmurksen? Hey, das hast du gesagt. Warum versuchst du's dann nicht, Arschloch? Pass auf! Oh, shit. Okay, okay, okay. Der Schwarze gegen mich. Das ist ein bisschen rassistisch, aber hey. Er hat angefangen. Mach ihn alle, den Boah, komm, Wichser. Dich krieg ich. Bam! Und jetzt wegtreten. Hau den Drecksack um. Ja. Oh. Oh, shit. Ja, ja, komm her, komm her. Ja, ja, ja. Ja, komm, zeig, was du drauf hast. Tritt ihm in die Eier. Und bam. Okay, alles klar. Okay. Hat noch jemand ein Problem damit, seinen scheiß Haarschnitt zu zahlen? Ich glaube nicht. Oh, der sieht ziemlich fertig aus. Hey, Junge. Ich wollte gar nicht so fest zuschlagen, aber... Hat er die Augen offen? Ist er tot? Ach, egal. Ich war's nicht. Er hat angefangen. Döp, döp, döp. Wir haben Dereks Geld. Alles blind, wie schon gesagt. Ich kenne das alles hier nicht. Aber ich find's bis jetzt ziemlich geil, das Spiel. Das macht echt Spaß. Hier ist das Geld, Boss. Gute Arbeit. Hier ist dein Anteil. Wie du das mit Bill geregelt hast, beeindruckend. Steve hätte sich beinahe eine blutige Nase geholt, als er sich mit ihm angelegt hat. Oder, Steve? Sicher, Derek. Hier ist eine Sondergratifikation. Danke. Dafür, dass du den Kerl zur Raison gebracht hast. Jetzt verschwinde, Jungchen. Ich muss wieder an die Arbeit. Und sag deiner Mama einen schönen Gruß von mir. Sag ihr, du bist ab sofort mein neuer Assistent. Ja, mach ich. Wir sehen uns. Und Vito, hätte ich fast vergessen. Joe hat eine Nachricht für dich. Du sollst ihn bei Freddy's treffen. Alles klar. Ui, wieder eine Errungenschaft. Wir kriegen lauter Errungenschaften. Den frischen... Was? Im Moment steht nichts mehr für dich an, Kleiner. Oh, alles klar. Hey, Steve ist cool. Steve, red mit mir. Steve, rede mit mir. Okay, er will nicht. Und es leckt. Und sliden. Mein Auto. Einsteigen. So, jetzt. Ah, optimal. Ich glaube, der Part ist wieder vorbei. Ich fahre noch kurz zu... Wie heißt er denn? Freddy, genau.
Hat der nicht davon erzählt, der Joe? Hat der nicht von dem erzählt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Und ich würde das Ding gerne markieren. Na egal. Ich fahre dahin. Ja, jetzt wird es auch schön auf dem Radar angezeigt. Wunderbar. Wir sehen uns gleich wieder dort. Oder ich würde sagen, wir sehen uns dort im nächsten Part. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.